Hallo, so, ich bin jetzt also den ersten Tag unterwegs. Die letzte Nacht hat es geregnet, hatte 2 Grad, aber zum Glück hatte ich die richtige Ausrüstung dabei, weil ich alles nass einpacken musste. Aber dann kam die große Überraschung, als ich in die Kirche kam. Die ganze Kirche war voll, ca. 100 Leute, die auch diesen Weg heute gehen. Irgendwie, egal ob man jetzt gläubig ist oder nicht, ist das ein schönes Zeremoniell. Ist letztendlich ein bisschen so wie ein Startschuss. Jetzt geht's los. Meine Tour begann kurz nach dem Corona-Lockdown in Frankreich. Es gab immer noch eine nächtliche Ausgangssperre ab 19 Uhr, was manchmal recht schwierig war. Der Start begann mit Regen und Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad und hielt die ersten 5 Tage außer an. Also nicht direkt ein Wetter, wie man es sich wünscht, wenn man den ganzen Tag wandern will. Dafür freut man sich dann, wenn ein paar Sonnenstrahlen durchkommen und es mal nicht regnet. Man war durchgenässt, man war müde, man brauchte wirklich einiges an Energie. Nicht nur deswegen waren die ersten Tage recht schwierig. Die ersten 3 Tage ging es jeweils ca. 900 Meter auf und ab. Die Wege waren matschig und steil. Nachts konnte ich schlecht schlafen, weil mir einfach alles wehtat. Und auch den Rucksack mit 12 Kilo musste ich mich auch erst gewöhnen. Hier seht ihr mein Zelt. Ich hatte eigentlich geplant, die Nächte im Zelt zu verbringen, aber nach 2 Nächten habe ich das aufgrund der Wetterlage dann doch geändert. Ich habe in Herbergen, das nennt man in Frankreich die Gîte, übernachtet, was aber auch aufgrund der Corona-Lage gar nicht immer so einfach war. Die durften nur ein Drittel der Kapazität aufnehmen und von daher war ich dann manchmal vor verschlossenen Türen, weil bereits alles voll war. Aber es war warm und ich habe gut geschlafen. Guten Morgen. So, und wir sind, es ist 11 Uhr, bin schon seit 8 Uhr unterwegs. Heute Morgen war eine große Überraschung mit Sonnenschein und war eigentlich auch recht angenehm.
Aber für heute Nachmittag ist 60% Regenwahrscheinlichkeit angesagt. Es ist jetzt eine Strecke, die so eher ein bisschen langweilig ist. Wir kommen jetzt in das Obrak. Das ist so eine Hochebene, die sehr dünn besiedelt ist. 14 Personen auf dem Quadratkilometer. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 230. Das heißt, man sieht jetzt recht wenig in der nächsten Zeit. Ist aber angenehm zu laufen. Das Laufen geht immer besser. Ist jetzt ja heute der 5. Tag. Ja, alles prima. Der Tag 5 sollte sich im Nachhinein als der schlimmste der ganzen Tour erweisen. Ab nachmittags begann es zu regnen in Strömen. Es war kalt. Ich hatte Handschuhe an, dann waren die Handschuhe nass mit den Wanderstöcken. Ach, es war eine Plagerei. Dazu kam, dass ich in der vorgesehenen Schied keinen Platz hatte und musste weitergehen bis nach Naspinal. Das waren an dem Tag 33 Kilometer mit sehr vielen Höhenmetern. Am Ende um 18.45 Uhr, also kurz vor dem Lockdown, war ich dann froh, in einem total überteuerten Hotel noch einen Platz zu finden. Aber ich habe dann gut geschlafen.